Liebe Freunde, ich begrüße euch beim diesjährigen Preußenfest. Ich muss allerdings meiner Rede zwei aus meiner Sicht wichtige Anmerkungen vorwegstellen. Zum Ersten möchte ich mich bei Hans-Thomas Tilschneider dafür bedanken, dass er den großen Sozialdemokraten und deutschen Patrioten Kurt Schumacher erwähnt hat und ihn in aller Deutlichkeit dem Rheinbund-Politiker Adenauer gegenübergestellt hat. Denn, und das möchte ich hier euch allen sagen, ich bin damals in die SPD als junger Mensch eingetreten, weil ich dachte, dort würde noch der Geist Kurt Schumachers herrschen. Ich habe ihn aber leider nicht gefunden und bin dann nach zwei Jahren wieder gegangen. Und jetzt komme ich zum nächsten, und zwar zur Kritik des Kollegen Krah. Wir müssen eins feststellen. Für die Nichtverlängerung des Rückversicherungsvertrages Preußen zu verhaften, ist historisch falsch. Die Arroganz, die der damalige Kaiser hatte, war nicht preußisch, sie war adelig und hohenzollerisch. Nach dieser kurzen Einleitung möchte ich meine heutige Rede mit Schlaglichtern auf den wohl größten preußischen Politiker aller Zeiten, nämlich auf Friedrich den Großen, lenken. In der Wirklichkeit dieses großen Politikers und sein politisches Handeln weisen Eigenschaften auf, deren Fehlen einen Großteil der heutigen deutschen Krisen begründet. Friedrich der Große war realpolitisch, staatstragend, tolerant, hochgebildet und diszipliniert. Friedrichs Realpolitik verlangte schwere Opfer vom deutschen Volk. Sie tat es aber im Interesse Preußens zur Durchsetzung preußischer Rechtsansprüche und danach zur Erhaltung der preußischen Integrität als Staat. Und genau das, liebe Freunde, das tun Scholz, Habeck und Baerbock nicht. Denn ihr Krieg, den sie wollen in der Ukraine, dort werden weder die Rechte Deutschlands noch Deutschlands staatliche Integrität verteidigt. Und darum wählen wir es ab. Wie sie die Ampel betreibt, ist geprägt durch ein irrationales Vasallentum zu den USA. Es ist eine Politik gegen die Interessen des deutschen Volkes. Die Ampelkoalition verlangt vom deutschen Volk Opfer für die Interessen Dritter. Die Ampelkoalition gleicht damit nicht dem aufgeklärten Monarchen Friedrich, sondern sie gleicht vielmehr jenen deutschen Dualitätsfürsten, die ihre Landeskinder zu Tausenden für Subsidien nach Amerika verkauft haben. Und sie wurden dorthin verkauft, damit sie dort für die Interessen Dritter kämpfen und sterben sollten. Und das lehnen wir ab. Wir wollen keine deutsche Dualitätsregierung in Berlin. Wir wollen eine Regierung, die nicht den Wohlstand des deutschen Volkes opfert. Wir wollen eine souveräne deutsche Regierung, eine souveräne deutsche Außenpolitik, die einzig und allein den Interessen des deutschen Volkes verpflichtet ist und bleibt. Die den Menschen in Deutschland auferlegt wird, zeigt ein Zitat Friedrichs, dessen vorbildliche realpolitische Grundhaltung. Ich zitiere Friedrich den Großen: Eine Regierung muss sparsam sein, weil sie das Geld, das sie erhält, aus Blut und Schweiß des Volkes erhält. Das ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die
Aufgaben des Staates tragen zu helfen. Es ist aber nicht gerecht, dass jeder Einzelne die Hälfte seines Vermögens mit dem Staat zu teilen hat, liebe Freunde. Hat das Zitat zwei wesentliche Gesichtspunkte. Erstens die richtige Erkenntnis, dass der Staat zu seinem legitimen Erhalt und für seine Aufgaben Steuern erheben darf und erheben muss. In Deutschland aber sind vermeintliche Staatsausgaben und Staatsaufgaben so weit aufgebläht worden, dass selbst die Versorgung abgelehnter Asylbewerber de facto zur Staatsaufgabe erklärt worden ist. De facto nötigt also der deutsche Staat seine Bürger über die Steuern für Menschen zu spenden, denen man nicht mal juristisch einen staatlichen Auftrag bzw. eine staatliche Aufgabe zusprechen kann. Und auch das lehnen wir in aller Deutlichkeit ab. Steht zusammen mit Genderstudien und Energiewende für eine Vielzahl von Aufgaben, die dieser Staat zu Staatsaufgaben definiert, die aber beileibe keine sind. Wir wollen daher keine verantwortungslosen Politiker, die das Geld des deutschen Volkes verprassen, weil sie selbst nie wertschöpfend gearbeitet haben. Wir wollen nicht, dass dem Staat aus ideologischen Gründen Aufgaben aufgeheizt werden, die nicht nur dem Volk nichts nützen, sondern die dem Volk mit Masse Schaden zufügen. Das wollen wir nicht. Wir, liebe Freunde, wir wollen im Sinne des Friedrichs des Großen einen sparsamen Staat und verantwortungsvolle Politiker, die den Nutzen des deutschen Volkes mehren und Schaden von ihm wenden. Wir wollen im Sinne Friedrichs des Großen Politiker, die Diener von Staat und Volk sind. Die Aussagen unserer Politiker sprechen allerdings dagegen. Der hochgebildete Friedrich pflegte Korrespondenz mit vielen großen Denkern und Freigeistern seiner Zeit, unter anderem mit Voltaire und Maupertin. Eine Aussage wie die, die unser Minister Habeck zur Insolvenz getätigt hat, wäre einem intelligenten Mann wie Friedrich dem Großen niemals über die Lippen gekommen, und wenn, dann hätte er sich dahinter informiert. Militärpolitisch, wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch. Das Problem, dass kaum gebildete bzw. ungebildete Menschen in Schlüsselpositionen des Staates geraten, fasste Friedrich in folgendem Satz zusammen. Der Beamte und der Philosoph beziehen ihre Stärke in erster Linie aus ihrer Sachfremdheit. Bezogen auf die Ampelregierung bedeutet das heutige Zitat, der Ampelpolitiker und der verblödete Philosoph beziehen ihre Stärke in erster Linie aus ihrer Sachfremdheit, liebe Freunde. Ich möchte noch aus Fairness dem preußischen Beamtentum gegenüber natürlich eins ganz deutlich sagen. Das preußische Beamtentum war pflichttreu und fleißig. Die Ampelregierung ist faul, unfähig und unbeschreiblich arrogant, liebe Freunde. Diese Bundesregierung wird dem Volk deshalb zum Problem, weil es oberhalb der schlechtesten Bundesregierung aller Zeiten eben kein Korrektivorgan mehr gibt, das mit Intelligenz und Sachverstand die Schicke des deutschen Volkes in die Hand nimmt. Und darum
müssen wir als AfD in Zukunft die Geschicke Deutschlands in die Hand nehmen, liebe Freunde. Und ich möchte an die einleitenden Worte von Götz Kubitschek erinnern. Es ist zu befürchten, dass diese Regierung binnen weniger Monate den Wohlstand Deutschlands vernichtet hat und Deutschland endgültig aus der Riege der großen Industrienationen abmeldet. Es ist daher unser aller Aufgabe, zusammenzustehen und in diesem Winter gemeinsam mit allen Menschen, die in Deutschland guten Willens sind, auf die Straße zu gehen und zu versuchen, eine am Wohl des Staates ausgerichtete Toleranz und sie war deshalb zutiefst patriotisch. Friedrich wäre zweifellos ein aus Frankreich eingewanderter, fleißiger und treuer Hugenotte lieber gewesen als die Unzahl Berliner Hanovis, liebe Freunde. Wir müssen erkennen, dass 300 Jahre deutscher Stammbaum einen Grafen Lambsdorff und einen Grünen wie von Notz hervorbringen können. Der Stammbaum, liebe Freunde, ist also keineswegs eine Garantie für eine patriotische Gesinnung. Ganz im Gegenteil. Wir müssen erkennen, dass wie bei den genannten 300 Jahre deutscher Stammbaum eben auch faule und deutschfeindliche Früchte tragen können. Und diese Früchte, die müssen wir politisch-demokratisch aus den Parlamenten jagen. Unser Panier, liebe Freunde, unser Panier ist die Liebe zu Deutschland, die Liebe zu unserer Kultur und der Wunsch, dieses Deutschland als die Heimat unserer Kinder und Kindeskinder zu erhalten. Wer mit uns fleißig und aus Liebe zur Heimat an diesem Deutschland mitarbeiten will, dem werden wir auch im Gedenken an Friedrich den Großen die Hand reichen, auf dass dereinst politisch die AfD stark genug ist, die Regierung zu bilden und ein freies, souveränes Deutschland für ein freies, souveränes deutsches Volk zu schaffen, liebe Freunde. Und obwohl Friedrich der Große gegen den Gehorsams- und Unterwerfungsanspruch seines Vaters, des Soldatenkönigs, rebellierte, war er doch zeitlebens ein fleißiger und abgesehen von seiner sprichwörtlich dreckigen Montur hochdisziplinierter Herrscher. Auch im Respekt vor Friedrich dem Großen bleibt die Disziplin als ein heute ungeliebtes Kind der Pädagogik doch wohl ihr wichtigstes Kind. Ein Kind, das in der Vergangenheit in Deutschland vielleicht manchmal zu sehr gehätschelt wurde. Ein Kind aber, das unter linksgrünem Ungeist mittlerweile ungeliebt und alleine in der Ecke sitzt. Und aus dieser Ecke müssen wir die Disziplin befreien und zurück in die Mitte der Gesellschaft holen.
aufgegeben. Sie hat damit die Ersetzung des Leistungsprinzips durch das Lustprinzip auf die Spitze getrieben. Und auch wenn es mir schwerfällt, im Zusammenhang mit diesen Personen von Lust zu reden, so müssen wir doch erkennen, dass die Ergebnisse der Vernichtung des Leistungsprinzips in Gestalt von Göring, Eckert, Claudia Roth, Lambrecht und Habeck und Lauterbach die deutschen Parlamente mittlerweile geistig ruinieren, liebe Freunde. Leider trifft diese dümmste deutsche Bundesregierung aller Zeiten immer noch. Leider trifft diese dümmste deutsche Bundesregierung aller Zeiten immer noch auf eine zur Obrigkeitshörigkeit deformierte, fehlgeleitete Disziplin. Und so ist es möglich, dass Millionen Menschen sich freiwillig nutzlose Masken aufsetzen und das Frieden für die Ukraine für eine staatspolitische Notwendigkeit halten. Im Sinne Friedrichs des Großen, liebe Freunde, müssen wir daher festhalten, dass Vaterlandsliebe ohne Disziplin schlimm ist. Dass aber Disziplin, die eine ideologische und oder vaterlandslose Regierung stützt, in die Katastrophe führen muss. Zum Schluss, wir alle, die wir Deutschland lieben, wir tun daher gut daran,